Servus Leute, zurück zu Let's Play Shop Titans. Ja, im neuen Update, eine neue Woche ist vergangen und es hat sich wieder einiges getan. Beim letzten Mal habe ich im Video noch gesagt, ja, wenn unser Anführer in der Gilde wieder zurückkommt, dann wird sich einiges ändern, dann werden wir eine Erneuerungskur herbeiführen. Ja, das ging nach hinten los. Ja, wie ihr sehen könnt, die Gilde ist verdorrt, sie ist zugrunde gegangen, sie ist gestorben. Kann man eigentlich sagen, weil prinzipiell da besteht eigentlich keine große Hoffnung mehr, dass das noch wiederherstellbar ist. Die ursprüngliche Gildenleaderin ist, auf unbestimmte Zeit verschollen. Er war vor meiner Zeit schon da, war wahrscheinlich ein Aufruf von ihr, dass ein größerer, der vielleicht, ja, einfach die Gilde pusht, hinzujoint. Die anderen, die sind halt jetzt inaktiv geworden. Er war auch größer, auch inaktiv und am Schlafen. Und ja, und unser Anführer ist zwar wieder zurückgekommen. Er hatte halt den Grund, warum er eine Weile weg war. Kam zurück, aber einen Tag vorher sind die aktivsten Spieler schon gegangen. Ich bin der Einzige sozusagen, der noch geblieben ist. Plus Chandra und Effe, wie man beim aktuellen Event auch sehen kann. Wenn wir da hinschauen, das aktuelle Event, Laune des Königs, mein Lieblingsevent, muss ich zugeben, weil da kann ich einfach das machen, was das Spiel eigentlich ausmacht, nämlich produzieren, 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 produzieren. Wenn man da die Bestenliste anschaut, ja, ich halte hier 90% der Aktien an diesem Event. Macht aber nichts. Tatsächlich, ich habe mir persönlich zum Ziel gesetzt, 250.000 zu schaffen. Da jetzt Wochenende ist und ich fleißig nebenbei immer am Zocken und Produzieren bin, ist vielleicht auch 400.000 für mich allein möglich. Und ich muss zugeben, ich bin mit mir selbst zufrieden, wenn ich persönlich 1 Million schaffe. Weil ich glaube, in einer aktiven Gilde, wo jemand 1 Million, also wo sozusagen, wenn ich die Gilde wechseln würde und das schwächste Glied wäre, 1 Million schaffen würde, dann sollten die anderen deutlich mehr schaffen. Und dann sind alle Belohnungen in diesem Event zumindest ohne Probleme machbar. Das ist so mein Gedanke. Und 400.000 finde ich mit Level 49 nicht schlecht. Ich habe außerdem mir ein erstes Rezept hier gekauft. Das ist sogar ziemlich gut, finde ich. Das ist die ewige Rose, nennt sich es, glaube ich. Ja, machen wir das mal. Heißt es ewige Rose? Das ist gerade nicht. Es hat gerade gewechselt. Gerade war es, glaube ich, noch in der Produktion. Deswegen laufen noch gerade welche in der Produktion. Hier, nie welkende Rose. Fast. Genau, nie welkende Rose braucht man gute Sachen. Also, das ist in Ordnung. Das finde ich gut. Das ist, ja, das ist okay. Die Alraune würde ich eigentlich am liebsten gerne machen, weil dann habe ich da das Level noch geschafft. Das triggert mich schon ein bisschen. Aber wir müssen gerade. Was gibt es hier? Es gibt keine doppelten Sachen. Es kann manchmal sein, dass zum Beispiel alle Rüstungen und eine bestimmte Rüstungsart gewünscht ist vom König. Und dann gibt es doppelte Punkte, wenn man diese bestimmte Rüstungsart macht, weil sie ja zweimal gefordert ist. Manchmal gibt es es, diesmal nicht. Was ist das? Element. Ja, die werde ich so schlecht los, deswegen mache ich sie nicht mehr. So viel zumindest. Außer ich habe keine anderen Ressourcen. Amulett und Speer. Das ist eigentlich okay. Das ist, Speer ist meistens Holz, Amulett ist meistens. Ja, meistens eher Metall. Wobei, ja, Mischung. Ja, Windstoßelement, das kann man verkaufen, das ist okay. Davon habe ich noch keine einzige gemacht, weil. Da brauche ich. Ja, könnte man auch produzieren. Ich schaue gerade. Was mache ich denn hier gern? Das Finsternis-Amulett, glaube ich, hatte ich beim letzten Mal noch nicht. Das habe ich aus seiner. Was ist da mit der Darstellung? Ist das hier bei euch auch so, dass hier unten so eine Darstellungs... Verzerrung ist? Egal. Wartet. Wir brauchen hierfür... Nein, hierfür brauchen wir den Speer in mindestens selten. Na gut, das ist tricky, das zu bekommen. Wobei, den habe ich schon ein bisschen verbessert. Dementsprechend könnte es leichter werden. Gut. Dadurch, dass die aktivsten Spieler jetzt weggegangen sind, also hier in dieser Folge dreht sich es darum, um die Ökologie der Gilden prinzipiell, darüber will ich ein bisschen mit euch reden,
Dadurch, dass die aktiven Spieler jetzt gegangen sind, sind natürlich auch deren Invests gegangen. Das finde ich schade, weil tatsächlich mein stärkster Held, der von Anfang an dabei ist, der Schutzsoldat, war ganz kurz davor, Stufe 27 zu werden. Aber jetzt sind wir hier auf einem Level, wo nur noch Stufe 25 maximal ist. Deswegen kann er keine Erfahrungspunkte mehr dazu bekommen. Für mich persönlich, warum ich jetzt noch nicht gewechselt habe, ist es noch eigentlich egal. Ja, das produziert ja alles etwas langsamer. In einer gut ausgebauten Gilde würde alles schneller laufen, klar. Aber am wichtigsten finde ich sowieso gerade die Entwicklung meiner Helden. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal hatte ich ja, glaube ich, schon die gezeigt. Also ich bin jetzt relativ zu der, hat eine gute Nebenfähigkeit bekommen. Nebenfähigkeit, okay, Schrott. Okay, oder? Ja, genau. Okay, nicht das Beste, aber okay. Perfekt. Okay, für, ja, Schrott. Nicht so wichtig, weil die haben sowieso die Fähigkeit, dass sie den ersten Angriff critten. Und später auch die ersten paar Angriffe. Aber ist okay. Ist jetzt nicht weltbewegend. Ist gut, das ist gut, ja. Dann, das ist, naja, okay. Ach, stimmt ja. Nee, das ist Schrott. Das ist absoluter Schrott, stimmt. Habe ich, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, dass die unbedingt weg muss, weil das ist ja deutlich premiummäßiger als das hier. Und Bogen, naja. Das ist für eine Flinklinge, oder was bist du? Du bist Flinklinge oder sowas. Wie heißt der? Zauberklinge. Ja, naja. Ausweichen ist nie verkehrt, aber nicht notwendig. Das ist okay. Ja, da sind wir durch, glaube ich. Also mit meinen Helden bin ich gerade zufrieden, tatsächlich. Durchweg zufrieden. Es wird eine lange Weile dauern, bis ich diese Helden wieder rerollen werde oder zumindest das machen werde, das Rerollen. Stattdessen werde ich wahrscheinlich erstmal ein paar Heldenplätze noch zusätzlich bekommen und dann kommen die höheren Klassen eher dran. Berserker zum Beispiel, auf Stufe 53 kann ich alle Heldenklassen, auch die höchsten, mir kaufen, aber die kosten, glaube ich, keine Ahnung, 2,5 oder 5 oder 10 Millionen einen zu bekaufen, das wird teuer. Aber naja. Geldtechnisch bin ich gerade am Sammeln, weil Stufe 50, wenn man wird, einerseits hier 50 Millionen, den Laden kann man um eine Stufe erweitern, hier nochmal 50 Millionen oder hier 5 Millionen, wo noch Marktplatz, glaube ich, gibt es einen weiteren Platz, den man kaufen muss. Sind nochmal 15 Millionen und irgendwo ist nochmal, ach ja, und einen weiteren, das letzte Haustier, den letzten Haustierplatz, weil drei Haustiere kann man maximal haben. Nochmal 50 Millionen. 170 Millionen brauche ich allein für die Erweiterung mit Stufe 50. Und dann brauche ich noch ein bisschen Geld, prinzipiell, um auch etwas zu machen. Weil wenn ich 8 Plätze mehr habe, dann will ich hier vielleicht auch Sachen kaufen. Wenn ich einen weiteren Heldenplatz habe, will ich vielleicht noch einen Helden kaufen. Und so weiter und so fort. Ihr merkt, also ich bin gerade fleißig am Sammeln. Was mich zum zweiten Punkt kommen lässt, bevor wir zur Gilde kommen, nochmal zum Gespräch. Mein Inventar ist komplett leer. Das ist mal was Überraschendes. Weil eigentlich bin ich dazu übergegangen, in der letzten Zeit bis heute, wenn ich was produziere, haue ich es gleich für den nächstbesten, günstigeren Preis auf den Markt. Weil da kriege ich normalerweise, ja, hier ist es jetzt nicht so gut, aber bei manchen Sachen kriege ich ein Vielfaches des eigentlichen Preises. Und ich versuche auch die Sachen loszuwerden, aber die Steine will einfach keiner haben. Ich nutze die ja auch nicht. Ich könnte damit Sachen verzaubern wahrscheinlich und dann verkaufen. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, aber zumindest diese Low-Level-Steine, seht her, die sind kaum was wert. Aber die kann ich halt auch nicht anders loswerden. Also die kann ich nur so loswerden. Prinzipiell. Dementsprechend, ja, ich versuche halt alles Geld jetzt zusammenzukratzen. Ich habe auch, um mich ein bisschen zu boosten, habe ich die teuren Ressourcen verkauft. Also hier diese Sachen.
Die geben nämlich gut Geld, wenn man schaut. Hier 68.000. Ich hatte davon fast 200 Stück. Das hat ein paar Millionen auf jeden Fall gegeben. Das war ganz angenehm für die Ehre. Was problematisch ist durch meine Taktik, wenn ich 170 Millionen habe und dann hier auf Stufe 50 komme, dann werde ich die 170 Millionen ausgeben. Und das Blöde ist, das sieht man hier am besten, dann werde ich Platzierung, Eigenkapital, ja, da auf über 400.000 sein. Und bei Investitionen immer bloß, also ich habe dann ein sehr schlechtes Investition zu Eigenkapitalverhältnis. In der nächsten Zeit nach Stufe 50, dann werde ich, nach Stufe 50 werde ich in die Gilde investieren. Ob es jetzt diese Gilde oder eine neue ist, das wird sich dann zeigen. Aber ich habe aktuell den Plan, nach diesem Event, also in, ne, wie viele Tagen? Vier Tagen ungefähr, da werde ich mal aufpassen und mir eine neue Gilde suchen, weil, ja, sonst komme ich hier nicht voran. Ich behindere mich selbst dadurch und, wie schon erwähnt, die Gilde hat kein Überlebens... aus meiner Sicht kein Überlebenspotenzial. Ich habe ja schon vor 2 Wochen oder so es angezweifelt. Das ist halt problematisch. Da hätten wir gleich was machen müssen. Aber es hat sich schon... Es war für den Anfang okay. Ich habe miterlebt, wie so eine Anfangsgilde sozusagen wächst. Und das ist ganz cool gewesen, muss ich zugeben, die Erfahrung zu machen. Ich würde jetzt auch... Gut, ich komme wahrscheinlich auch nicht in eine Riesengilde als nächstes rein. Wenn wir uns hier, ja, hier, das ist eine kleine Gilde, wenn ich so schaue, aber hier in dem, ja, schauen wir nochmal. Wichtig ist für mich auf jeden Fall, dass die nächste Gilde mindestens Stufe 29 Helden hat, also Stufe 14, das da. Dass ich halt auch einen Fortschritt habe. Hier, das wird zu geringer als einfach hier zu bleiben. Das ist dann schlecht. Also selbst wenn alle inaktiv sind, dadurch, dass die ein Invest in diese Stadt haben, kann ich trotzdem auf denen, wie heißt es so schön, leechen und mich noch ein bisschen weiterentwickeln. Ja, warum Stufe 50? Einerseits, weil ich da viele Investitionen habe und in aller Ruhe, ohne dass jemand meckert, dass ich doch mal Investitionen machen sollte, will ich das schaffen, da die ganzen Muss-Investitionen eigenkapitalsmäßig zu, also die ganzen Erweiterungen zu kaufen. Und dann reagiere ich auf sowas, nämlich, dann suche ich mir eine Gilde, die halt ab Stufe 50 sucht. Es suchen in letzter Zeit viele mit ab Stufe 50, ohne weitere Bedingungen. Weil Eigeninvest habe ich leider noch nicht. Die Gilde wäre zum Beispiel gut. Die wäre vollkommen okay. Katze. Ich mag zwar keine Katzen, aber naja. Gut, der Name unserer Gilde ist sowieso auch komisch. Also ich würde vielleicht auch schauen, dass ich einen schönen Namen erwische. Am coolsten fand ich bisher den Namen von Gilden, die Verliere. Aber die suchen zu hohe Leute. Deswegen, sonst würde ich gern zu den Verlierern gehen. Aktuell. Ich finde es einfach nur witzig. Im Gegensatz zu meinem Gildennamen hier von Protonotarnia. Da musste ich nachschauen. Das ist irgendwie ein Fachbegriff aus der Anwaltslehre, glaube ich. Weiß ich nicht. Ah, sehr schön. Das haben wir gebraucht, damit wir das da herstellen können. Können wir es einmal machen. Yay. ja, machen wir das so an. Aktuell habe ich, also davor hatte ich alles so gesperrt, damit nichts verkauft, also so wie hier, gesperrt, damit nichts verkauft wird. Und dann habe ich immer sofort alles auf dem Markt verkauft. Mittlerweile mache ich die Sperrung wieder raus, weil leveln tut man nur, indem man hier verkauft. Deswegen muss ich hier jetzt bis Stufe 50 verkaufen. Und ich glaube, in der Zwischenzeit werde ich die 30 Millionen schon irgendwie machen. Wenn ich irgendwas Grünes oder was Blaues oder so produziere, kommt es sofort auf den Markt. Das ist meistens etwas mehr wert. Manchmal sogar den maximalen Preis. Also das ist ganz okay. Und auch sowas wie die Rose. Die können wir mal fertigstellen. Die Rose habe ich jetzt, glaube ich, genau, die habe ich geblockt. Die Rose ist ein Spezialitem. Das habe ich mir über dieses Event gekauft. Also hier kann man... Nein, nicht da nicht, das meine ich nicht. Hier über die Antiquitätsmarken. Beim letzten Event dieser Art habe ich ja am letzten Tag, wollte ich mir da ein Rezept kaufen. Da habe ich es verpennt. Hier habe ich mir für, keine Ahnung, wie viel es waren, 120, 140, 160, irgendwie sowas Marken. Da habe ich mir halt dieses Stufe 7 Rezept, diese Rose gekauft.
Und ich würde sagen, ich bin zufrieden mit meinem Einkauf, weil diese Rose geht standardmäßig für einen brauchbaren Preis über die Ladentheke. Also fast vierfacher Preis. Finde ich gut. Ich gehe meistens über 1000 darunter vom Preis her. Ja, damit kann man ein bisschen Geld scheffeln. Und das ist notwendig. Sehr gut. Ja. Die kleinen Sachen, die nutze ich meistens eher um... Oh, so ein Wendelring. Kleine Sachen mache ich meistens, um Energie zu produzieren, weil dann kann ich hier ein bisschen beschleunigen und kann wieder was Neues produzieren. Noch ein Wendelring. Und das da kann ich beschleunigen und so weiter. Und manchmal kommen ja Leute hier in den Laden rein und wollen Sachen kaufen. Nochmal ein Wendelring. Solange ich es machen kann, warum nicht? Außerdem, mein Lager ist aktuell ziemlich gefüllt, berstend voll sogar. Also es ist wahrscheinlich bei vielen so, wenn man hier reinschaut. Also gut, bis auf das kann ich ja noch nicht farmen. Das ist sogar die Stufe, die ich da kommt noch was dazwischen bei den Ressourcen. Das ist gerade das, was ich benötige. Moment. Habe ich keinen einzigen Meteoriten? Oh, dann habe ich gerade alle Meteoriten verbraucht. Sehr gut. Ich brauche mehr Meteoriten. Also das brauche ich gerade dringend. Da schicke ich auch regelmäßig die Helden hin. Muss auch gelevelt werden, das Level. Das Gebiet. Das habe ich voll. Das, ja, okay, da ist wegen leerer geworden. Aber alle anderen Ressourcen sind relativ voll. Also keine Probleme gerade. Rabatte geben. Rabatte oder Zuschläge machen keinen Unterschied beim Verkaufen hier für die Erfahrungspunkte. Du kriegst immer denselben Erfahrungspunktwert. Deswegen kann man das Spiel mit den Rabatten und Zuschlägen jederzeit spielen hier. Gut, so, jetzt kommen wir aber zur Gilde nochmal zurück. Was ist eigentlich passiert in diesem Spiel? Epic Games hat ja ungefähr eine Woche, nachdem ich mit dem Spiel angefangen habe, hat Angebot oder hat das Spiel im Epic Games Store aufgenommen und auch gleich halt, die bieten ja wöchentlich immer kostenlose Spiele an. Und neben dem kostenlosen Spiel war hier ein Bundle dabei, wo man hier ein paar Goodies bekommt. Ich glaube, sowas wie die opulenten Juwelen, die ich theoretisch auch zu Geld machen könnte. Aber ich habe noch gar nicht gesehen, was ich mit denen mache. Die sind meistens kostbar, deswegen behalte ich sie lieber. Aber es wäre schon juicy gewesen, die zu machen. Auf jeden Fall, also hier so 53 für... Ja, die könnte ich halt für... könnte ich auf jeden Fall 40 Millionen gleich mal machen. Das ist schon geil. Zumindest 30 Millionen. Dann hätte ich mein Ziel gleich erreicht. Aber dafür ist es zu selten. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Genau, Epic Games Store hat eine Woche nachdem ich gestartet habe, das ist jetzt schon knapp eineinhalb Monate her, hat die Aktion gestartet und das hat viele neue Spiele auch ins Spiel geflutet. Was bedeutet das für so eine Gilden, ja, Ökonomie in diesem Spiel? Also, die vielen neuen Spieler haben natürlich Gilden selbst gegründet, weil eine Gilde selbst gründen hat, glaube ich, keine Ahnung, nicht viel Geld gekostet. Und man denkt sich halt am Anfang, ach komm, ich mache was Eigenes. Ich mache was Eigenes auf, ruf rum und so weiter und so fort. Das passt auch. Das ist gut so. Diese ganzen vielen neuen Spieler allerdings sind dann in solchen Gilden wie hier gelandet. Und haben vielleicht nach ein, nach zwei, nach vielleicht einem Monat einfach die Lust am Spiel verloren. Nicht so wie ich, der süchtig geworden ist prinzipiell. Oder es zumindest als netten Zeitvertreib auch auf dem Smartphone sieht. Dementsprechend... Ja, sind wie in dieser Gilde wahrscheinlich bei vielen anderen Gilden die Spieler, ja, eingeschlafen. Auch in größeren Gilden passiert es natürlich, dass irgendwann die Spieler die Lust verlieren und einschlafen. Und ja, jetzt haben wir eine Masse an Gilden, in der viele Schläfer sind und wenige Einzelne, die vielleicht noch relativ oder gut aktiv sind. Jetzt wird als nächstes wahrscheinlich in der Gildenökonomie so Folgendes passieren. Viele der Gilden, die von diesem Epic-Event ja gestartet haben, die werden jetzt totschrumpfen oder die werden jetzt als Leichen wahrscheinlich in diesem Spiel weiter existieren und die aktiven Spieler werden jetzt einfach auf mittelfristige oder auf größere Gilden umsteigen. Und so werden die wieder mit frischem Blut versorgt sozusagen, was den größeren Spielern natürlich zugute kommt und den aktiven Spielern natürlich auch. Ja. Also dasselbe, was ich mache, wird wahrscheinlich gerade bei vielen anderen ebenfalls passieren.
German Reaps suchen zwei neue Spiele. Lass das, hört sich. Also, Gildenstufe ist jetzt nicht sehr. Wie ist eigentlich unsere Gildenstufe? Gilde, was, warum finden? Wurde ich jetzt gerade live eingeladen? Wie kommen die auf mich? Warum sollten die mich einladen? Kenne ich da irgendjemanden? Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ich glaube, ich wurde gerade live eingeladen. Ich weiß gar nicht, wie ich da in... Verstehe ich nicht ganz. Weg damit. Muss ich zugeben. Habe ich jetzt nicht gecheckt, was ich hier machen kann. Was übrigens auch war, aufgrund dieser Situation hier kam tatsächlich, also das Spiel will aktiv, dass man wieder, dass man in eine andere Gilde geht. Weil es kam einer von diesen NPCs, die ab und zu mal hier kommen, von diesen Charakteren, kam tatsächlich rein und hat mir gesagt, hör mal, in deiner Gilde existieren viele Schläfer. Vielleicht ist es an der Zeit, eine neue Gilde zu suchen. Und dann hat er mich sozusagen, wenn man auf sein Ausrufezeichen drückt, in dieses Empfohlen reingeschleudert. Oh, die Geldmacher, hört sich auch lustig an. Ja, also selbst das Spiel rät einem, komm, mach was anderes. Tja, ich gehe davon aus, Sora hat prinzipiell reingeschaut, nachdem er längere Zeit weg war, hat gesehen, ja, da ist eigentlich alles zugrunde gegangen und hat sich dann gedacht, nee, dann habe ich auch keinen Bock mehr und hat jetzt auch aufgehört. Zumindest temporär. Hat schon mal vorher gespielt eine Weile und dann kam er und war jetzt recht aktiv und jetzt ist er wieder weg und so. Naja, er hat einen Premium-Händler gekauft, das dementsprechend, und auch die ganzen anderen Händler. Der hat also einiges an Geld reingesteckt. Schade drum. Aber wenn's... Naja, er muss es wissen. Jeder muss es selbst wissen. Genau. Okay, so viel dazu. Also, die nächsten Schritte meinerseits. Und ich hoffe, euch im nächsten Video davon zeigen... Was ist hier los? Was ist hier? Was wollen die von mir? Ich kann ja nichts mit denen machen. Oh doch, jetzt kann ich Gilde betreten. Achso, die hatten gerade keine Leute. Aber ich kenne da niemanden. Das ist eine interessante Taktik. Kann man hier nach Spielern suchen? Moment. Black Moon 88. Sagt mir auch nichts. Spieler. Ah ja, mindestens Game. Okay, man kann natürlich aktiv... Das ist interessant. Man könnte natürlich aktiv nach Spielern suchen. Diese sich anschauen. Oh, vielleicht machen die das. Aber ich habe trotzdem kein Interesse. Ich kenne da niemanden. Auch wenn ich genau das eigentlich vorhabe. Das Problem ist, wenn ich jetzt wechseln würde während des Events, verliere ich halt meinen Progress, glaube ich. Ich weiß es nicht, muss ich zugeben, aber ich mache das jetzt einfach. Ich will für mich selbst jetzt das einmal nochmal schaffen und dann ist gut, dann suche ich. Aber das finde ich sehr interessant, dass ich sozusagen... Das ist... Jetzt fühle ich mich ein bisschen stolz, dass jemand mich findet und mich haben will. Oh, ja. Aber, ja, ich komme noch zurecht. Meine Helden können weiterhin leveln hier, aber alles passt. Ich komme mit den Produktionen hinterher. Manchmal gibt es ein bisschen Engpässe, aber indem ich immer abwechsel die Items... geht es eigentlich wunderbar. Und dementsprechend so lange habe ich halt keinen Bedarf an einer neuen Gilde. Ja, ein bisschen schneller würde alles gehen, weil auch die Produktionsgeschwindigkeit durch höher levelige und die... Und auch die, wenn ich irgendwas produziere, das können wir jetzt mal hier sehen, die sind halt schon Max, das ist ein bisschen blöd. Da, also, ich habe dringenden Bedarf. Stimmt, ich habe alle Meteoriten verbraucht. Belastend. Ich brauche langsam mal Helden, die aktiv... Was will das machen? Was ist mit den Helden los? Ja, Meteoriten werden hier geholt und die brauche ich natürlich auch. Ich habe bloß einen Helden gerade ready. In 9 Minuten kann ich welche losschicken, weil zu dritt geht es schon. Zu dritt mit Sia. Sia ist recht stark. Ja, damit kann man... Sia bringt auch mehr Ressourcen mit. Damit können wir ein paar Meteoriten noch farmen. Gut, okay. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt wieder ein neues Event. Also danach weiß ich gar nicht, welches nochmal kommt. Ich glaube, der Turm kommt dann wieder. Der Turm der Titanen. Da wird es interessant, ob ich diesmal... Oh, es wäre schön, wenn ich die Titanenseele schaffe, aber dafür bin ich immer noch zu schwach. Da müsste ich schon... Also erstmal wichtig, die Leute noch weiter leveln.
für den nächsten Turm und dann müssen die auch extrem ausgerüstet werden. Das müssen wir als nächstes tun. Stufe 8 Items alle mit Geist und Element versetzt, prinzipiell mit passendem Element. Und dann könnte ich es versuchen, den Turm zu erklimmen. Vielleicht sehen wir das beim nächsten Mal. Ich weiß es nicht. Aber gut, das jetzt fürs Update heute. Ich bin fleißig, ich werde mein Ziel erreichen. Ich werde Stufe 50 beim nächsten Mal sein. Ich werde vermutlich in einer neuen Gilde sein. Und es wird alles glorreich werden. Drückt mir die Daumen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.